Leute, heute gibt es wieder was zu feiern. Der Geburtstag der N64 liegt gerade mal hinter uns. 15 Jahre alt ist die Konsole geworden. Das habe ich natürlich auch mit euch gefeiert in Form eines Videos. Findet ihr unten in der Beschreibung, da verlinke ich euch das Ganze nochmal. Und wir feiern heute wieder einen Jahrestag, nämlich vom Super Nintendo. 20 Jahre alt wird der Kasten und das werde ich heute natürlich auch mit euch feiern und ein bisschen so wie beim anderen Video gestalten, dass ich drei Spiele zeige, am Ende noch ein paar Spiele zeige und erwähne, die man auch gespielt haben muss, denn sonst wird das Video zu lang und dann schaut sich das auch keinen Speich mal an, wenn es irgendwie 20 Minuten geht. Darum fangen wir auch gleich an, verlieren wir keine Zeit. Und Platz Nummer 3, Super Mario World. Ja, Super Mario World ist so ein Spiel, das war damals wirklich genial, weil man kannte nur Mario Bros. 1 bis 3 für ein NES und dann kam Super Mario World raus. Es hat einen umgehauen, wie groß es war, die ganzen Levels, die neuen Items wie das Cape zum Beispiel, Yoshi und vieles, vieles mehr. Das hat mich richtig begeistert damals. Ich habe es auch so oft gespielt. Und was mich auch heute noch dran begeistert ist, dass es so viele Fans gibt, die dieses Spiel nachmachen in Form von Hacks. Also Super Mario World Hacks. Die spielt man per Emulator. Schaut auch auf YouTube mal ein paar Let's Player an, die das machen. Die Hacks sind richtig schwer, ohne Scheiß. Also das ist sowas für die Leute, die Super Mario World ja mal einen Tag durchrushen können. Die sollten mal so ein Hack spielen. Und das ist einfach das, was mich so an Super Mario World begeistert. Die Vielfältigkeit, die es so gibt. Einfach ein geniales Spiel, was man eigentlich mal gespielt haben muss. Jetzt sind wir auch schon bei Platz Nummer 2. Da fiel mir die Entscheidung schon ein bisschen schwieriger. Denn ich habe zwei Spiele, die wirklich genial sind. Und ich musste mich entscheiden. Es tut ja schon ein bisschen weh. Secret of Mana. Ja, Secret of Mana, die meisten werden es wohl kennen. Es ist ein Rollenspiel und für mich persönlich auch eins der besten Rollenspiele. Ich möchte auch behaupten, dass Secret of Mana mir den Anstoß gegeben hat, Rollenspiele zu spielen und zu lieben. Denn ich bin ein richtiger Rollenspielfan und ich glaube, dass Secret of Mana mir dabei ziemlich geholfen hat. Es war auch mein erstes Rollenspiel, was ich je gespielt habe. Und darum hat es mich auch gerade so gefesselt, weil es gibt da so viel zu machen und das Spiel dauert richtig lang. Also es ist unglaublich, wie lang das dauert, obwohl das ein Super Nintendo Spiel ist. Wirklich genial. Die Story davon ist richtig packend und ja, kann man sich eigentlich kaum ausdenken. So genial ist die Story. Aber ja, das Meinungsvideo dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich habe das mal re-unboxed und auch ein Meinungsvideo dazu gemacht. Denn ich könnte jetzt echt eine halbe Stunde über Secret of Mana quatschen, aber das wird sich kein Schwein anhören. Von daher schaut euch das Meinungsvideo an. Ja, jetzt sind wir auch schon bei Platz Nummer 1. Eins der epischsten Spiele, die es auf der Welt gibt. Vor kurzem 25 Jahre alt geworden. Und das Spiel ist eigentlich eine Legende. Wer es jetzt noch nicht hat, ja, keine Ahnung. The Legend of Zelda, natürlich, A Link to the Past. Ja, auf Platz Nummer 1, ein Zelda-Spiel, wer hätte das gedacht? Irgendwie, ja, Zelda ist so ein Spiel für mich, was eigentlich immer alles richtig macht. Natürlich gibt es auch ein paar Zelda-Spiele, die ich überhaupt nicht mag, wie Zelda 2, Link's Adventure für ein NES zum Beispiel, das mag ich so gar nicht. Und die GameCube-Teile finde ich auch nicht so schön. Aber ansonsten ist The Legend of Zelda ein wirklich geniales Spiel und speziell bei Link to the Past begeistert mich das, ja, was begeistert mich daran? Es begeistert mich, dass es so zwei verschiedene Welten gibt, einmal die normale Welt und einmal so eine Schattenwelt. Wirklich genial, auf so eine Idee muss man ja auch erstmal kommen und ich finde, dass es auch eigentlich spürbar ist, dass man in so einer anderen Welt ist. Die ganze Welt ist dunkler, die Musik ist anders, wirklich genial gemacht. Besser hätte man das eigentlich gar nicht machen können, finde ich. Und ja, ein ganz besonderer Moment finde ich eigentlich auch, wenn man im Wald ist und auf der Suche nach dem Masterschwert ist. Das ist auch so ein Moment, den finde ich eigentlich richtig genial bei A Link to the Past. Bei vielen Fans ist ja dieses Spiel ja das Oberspiel überhaupt und nicht Ocarina of Time wie bei vielen anderen. Liegt auch daran, dass man vorher nur ja die beiden Zeldas für ein NES kannte und das dann halt der Nachfolger war, so ähnlich wie bei Super Mario World und das hat dann natürlich auch eingeschlagen wie eine Bombe, das haben die meisten auch gespielt, aber naja,
ist immer Geschmackssache. Ja, das war A Link to the Past. Ein Meinungsvideo dazu findet ihr dann auch in der Beschreibung unten. Habe ich auch mal re-unboxed. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr mal die ganze Meinung wissen wollt. Oder euch die Re-Unboxings angucken wollt. Könnte ja auch interessant sein, mal so die alten Spiele zu sehen, wie sie damals aussahen mit Booklet und so. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das waren jetzt meine drei Top-Spiele für den Super Nintendo. Ich werde euch jetzt noch mal ein paar zeigen und aufzählen. Ich habe hier zufällig liegen, die habe ich vorhin rausgekramt. Mario Kart, das muss man natürlich auch damals gespielt haben oder ja mal nachholen. Es ist das erste Mario Kart, also erwartet nicht so viel technischen Krimskrams wie bei Mario Kart Wii oder Mario Kart 7 für ein 3DS. Es ist eben das erste Mario Kart, die Anfänge, so ist das, begann das alles. Es ist ein schönes Mario Kart, teilweise auch unfair, weil es ein bisschen mistig gemacht worden ist. Aber der Battle-Modus ist ziemlich genial, man kann zu zweit spielen. Ja, Mario Kart eben. Dann habe ich hier noch ein Spiel, Die Schlümpfe. Ja, es sieht jetzt aus wie so ein Kinderspiel, ist es eigentlich auch. Aber es ist wirklich schwer, ohne Scheiß. Das Spiel ist sauschwer. Wer es mal gespielt hat, wird es wahrscheinlich auch kennen. Und dann habe ich hier noch Asterix und Obelix. Für mich ist dieses Spiel eigentlich auch so recht schwer, gerade weil so die Gegnerabfrage mit dem Schlagen ziemlich komisch ist. Weil man muss eigentlich ja bis auf die Nasenspitze an die Gegner ran und dann zuhauen, aber meistens wird man dann schon getroffen und irgendwann ist man halt tot. Ein bisschen unfair das Spiel. Dann habe ich hier noch Kirby's Dream Course. Auch so ein ziemlich geniales Spiel, weil ja, und ich glaube auch eher unbekannt, die meisten kennen das gar nicht. Es ist so ein Spiel, wie soll man das beschreiben? Es ist so ein Kirby Golf. Bloß ein bisschen, ja, viel cooler und interessanter. Dazu wird es bald auch nochmal ein Video geben. Dann auch noch ein schönes Spiel, was ich damals oft gespielt habe. Jurassic Park. Das Spiel ist ziemlich genial, finde ich, weil es gibt da so die 2D-Weltansicht und noch eine Ego-Shooter-Perspektive, wenn man in den Gebäuden drin ist. Und dann ballert man da die Dinos ab und alles. Also ich finde Jurassic Park richtig genial. Und das war es dann auch von den Spielen, die ich mal so gefunden habe und rausgekramt habe. Was gibt es denn noch? Super Street Fighter zum Beispiel, Super Metroid, Tekken gab es glaube ich auch. Mystic Quest, Donkey Kong Country natürlich, nicht zu vergessen. Denn diverse Mickey Mouse Spiele, die waren auch sehr cool. Wie Irgendwas mit Mystic gab es mal mit Mickey Mouse, ich komme da gerade nicht drauf. Dennoch Mickey's Zirkus oder so ein Kram, das war auch ein cooles Spiel. Auf jeden Fall, es gab sehr, sehr viel und man muss da vieles mal gespielt haben. Also würde sich fast ein Kauf lohnen und den Super Nintendo mal anschaffen, um mal die alten Spiele zu zocken. Ansonsten, wer eine Wii hat, geht in den eShop. eShop ist ja 3DS. Geht in den Wii Shop, schaut mal vorbei. Ich glaube, da sind auch einige Titel, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Und ladet sie euch runter, wenn ihr euch jetzt keinen Super Nintendo kaufen wollt. Falls ihr keinen habt und sowas. Ist meistens billiger. Und ja, das war's dann auch schon mit meinem kleinen Geburtstagsvideo zum Super Nintendo. Den Geburtstag vom Game Boy oder Game Boy Pocket oder Game Boy Color, irgendwas von den dreien haben wir knapp verpasst. Oder wir müssen noch ein Jahr warten. Denn die werden auch, waren oder sind auch bald 25 Jahre alt und so, muss ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, dieses Jahr kommt wahrscheinlich kein Geburtstagsvideo mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß noch und haut rein!